Oh? Ich weiß ja, dass sie dir wichtig sind und ich. Also. Danke, Herr. Alles kommt wieder in Ordnung. Wir. Brauchst du noch etwas? Tilda hat mich gerettet. Sie sprach auch mit Beta, als niemand anders es tat. Hat sie auch gesagt, warum? Sie kannte Elisabeth Sobeck. Sie glaubt wohl, sie in gewisser Weise zu ehren, wenn sie mir hilft. Sie war bereit, mir mehr über Silence Pläne und die anderen Zeniths zu verraten. Aber du traust ihr immer noch nicht. Wo ich herkomme, gilt, je wertvoller das Wissen, das ich teile, desto höher der erzielte Preis. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Aloy. Ich muss jetzt gehen. Pass auf dich auf, Aloy. Kommt ihr hier klar, während ich Hikaru helfe? Regalas Krieg zu beenden. Hilft das, die Sinis zu besiegen? Ja. Dann wird der Rest von uns bei deiner Rückkehr bereit sein. Okay. Wie geht es, Erend? Er hat kurz gedacht, er hätte dich und Val verloren. Aber er ist nie daran verzweifelt. Manchmal scheint der Osaram-Dickschädel auch praktisch zu sein. Wir treffen bald auf Phantomdrohnen. Erend und Kotalo haben schon gegen sie gekämpft. Ich habe sie schon gebeten, mit uns zu trainieren. Erend bewegt sich wie ein Ochse, aber mit dem Hammer ist er gut. Ich weiß, wir wollen beide die Zeniths für ihre Taten bezahlen lassen. Aber wenn wir in ihrer Basis sind, ist unsere Priorität, Gaia und Beta rauszuholen. Keine Sorge. Ich bin nicht auf Rache aus wie ein blutrünstiger Tenakt. Wo immer dein Pfeil trifft, wird meiner folgen. Hoffentlich treffen wir unsere Ziele. Ich muss jetzt weiter. Was immer du gegen Regala planst, kehr bitte in einem Stück zu uns zurück. Ich versuch's. Überbrückung installiert. Jetzt brauche ich einen Sonnenflügel. Ich glaube, oben auf dem Berg nisten ein paar. Okay. Ich muss einen Sonnenflügel überbrücken. Am besten den Berg hinauf. Gut. Da oben sind Sonnenflügel. Ich muss mich ihnen leise nähern. Geschafft.
Wow. Jawohl! Schwindelig. Tilda, ich bin in der Luft. Dann solltest du eine Energiezelle aus einem der alten Horus-Titan holen. Aber erst musst du die mit einem Impuls aktivieren. Ich habe dir eine Software geschickt. Um sie zu nutzen, musst du eine der Kommunikationsmaschinen, die du Langhals nennst, überbrücken. Mitten in der Wüste gibt es eine, die du nehmen kannst. Mach ich. Da ist der Langhals. Ich muss auf seinem Kopf landen. Wie lande ich mit diesem Ding? Geschafft. Tilda, ich habe den Langhals überbrückt. Gut, dann sind die Energiezellen jetzt bereit. Sammle bei einem Horus eine ein. Nordwestlich deiner Position müsste einer sein. Wenn du die auf Regalas Maschinen fallen lässt, ist da ganz schön was los. Danke für die Hilfe. Ich habe dir gesagt, dass ich helfen will. Die Energiezelle auf dem Rücken des Titan. Hab die Zelle. Jetzt zum Heim. Der Impuls vom Langhals sollte alle Energiezellen in der Region deaktiviert haben. Jetzt sollte ich bei jedem Horus mehr finden können. Die könnten nützlich sein. Selbst wenn ich mit Regala fertig bin. Okay, also dann.
das jetzt fallen. Okay, los! Damit ich dir den Tod schenke, den du mir verwehrt hast. Sie sind aus! Die Maschinen! Sie sind alle aus! Was? Wie ist das möglich? Regala! Genug Blut vergießen! Wir klären das jetzt. Du und ich. Das sagt sich so leicht, wenn man auf einer Maschine sitzt. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit haben. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu töten. Gut. Ich nehme die Herausforderung an. Und wenn ich mit dir fertig bin, werde ich weiter schlachten. Das werden wir sehen. Es gibt ein Duell. Niemand mischt sich ein. Also, Kampf fängt gerade erst an. Du bringst deinem Stamm nichts als jetzt hier zu Ende. Ja, genau. Dein Blut wird bald mir gehören.
hören. Du stirbst hier und jetzt. Und Feiglingen. Aber gern. Schlagt zu! Halt den Mund, Verräterin. Du bist auf den Flügel der Zehn hergeflogen und hast sie herausgefordert. Also entscheidest du über ihr Schicksal. Ich habe sie verschont. Das hat es nur schlimmer gemacht. Sie war meine beste Marschallin. Welch Verschwendung. Sie ist auf jeden Fall gefährlich. Aber vielleicht brauche ich genau das. Feiglinge! Was müsst ihr jetzt noch diskutieren? Ob du stirbst oder nicht. Nach allem, was du getan hast, kann ich dich nicht verschonen. Na, endlich. Dann hol deinen... So, Blut für Blut. Das war's dann wohl. Häuptling, das hier müsst ihr beide euch anschauen. Im Thronsaal. Er hat sich unseren Wachen vor dem Hain ergeben. Hat angeblich eine dringende Nachricht für die Fremde, die Regala besiegt hat. Dann sprich. Die Nachricht ist nur für sie bestimmt. Und kommt von einem Interessierten. Ich brauche etwas Zeit allein. Alle raus hier. Steckt ihn zum Rest von Regalas Soldaten. Wir sehen uns in der Basis. Du hast den Stamm gerettet. Lass mich dir auf deiner Mission helfen. Nein. Jetzt ohne Regala kannst du dir die Zukunft bauen, die du dir erträumt hast. Also mach dich dran. Dann nimm bitte wenigstens das hier. Regalas Bogen. Möge dein Pfeil stets gerecht sein. Danke. Weißt du eigentlich, was du gerade getan hast? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Silence. Glückwunsch zu deinem Sieg.
Du hast die Tenakt für einige Wochen gerettet. Leider hast du auch den ganzen Planeten verdammt. Falsch. Ich brauche keine Tenakt, um die Zeniths zu besiegen. Oh, Aloy. Hast du nichts über den Feind gelernt, gegen den wir kämpfen? Mehr als du, wo du dich doch in einem Loch versteckst. Meine Idee ist einfach besser als alle, die du je hattest. Na los. Nein, nicht hier. Wir machen das auf meine Art. Persönlich. Mit der Waffe, die du entwickelt hast. Und warum sollte ich zustimmen? Ich bin deine Chance, die Zeniths zu schlagen und die Apollo-Kopie von ihrem Schiff zu holen. Wir treffen uns bei der Basis. Die Berge westlich von Rheinklang. Beuge dich dem unvermeidlichen Silence und halte dich an diejenige, die weiß, was sie tut. Sei pünktlich. Tilda, bist du da? Ich hab's geschafft. Silence ist dabei. Also geh zur Basis. Aber eine Maschine zur Bombe zu machen. Ich komme, sobald ich kann. Jetzt, wo ich fliegen kann, schaue ich, was sonst noch ansteht, bevor ich zurückkehre. Aloy ist hier. Also, Aloy. Du hast eine weitere Großtat vollbracht. Und deinem Blick nach zu urteilen, bist du noch lange nicht fertig. Nicht ganz. Können wir etwas tun? Das schulden wir dir. Nach allem, was du durchgemacht hast, unterstützt du Hikaros Forderung nach Frieden extrem. Nicht nur zwischen den Clans, auch mit den Kaja. Du hast mein Wort. Dann mache ich das. Und solange ich lebe, werde ich dafür sorgen, dass der Stamm weiß, was du für uns getan hast. Hikaru. Und, geht's ihm gut? Was ein Auftritt, Aloy. Er ist ein Verräter. Das wird wohl niemand aus den Clans je vergessen. Attacker, dachte ich mir, dass ich dich hier treffe. Na klar. Der Tiefland-Clan hat heute für sich gekämpft. Wir sind siegreich, wie an dem Tag, da Hikaru den Hain eroberte. Damals hat er genau so ausgesehen. Hoffnung wurde erneut entfacht. Seine Vision für uns ist bewahrt. Er wird deine Unterstützung brauchen, ganz sicher. Und er wird sie immer haben. Danke für alles, Aloy. Den Regalas Rebellen gefangen hatten. Blut der Zehn, ein Babyzahn. Hätte die Einheit erfunden. Wahrheit. Ich lag nur falsch. Erneut in den Blut. Unglaublich. Du hast dir den Respekt dieses Soldaten verdient. Einen Landeplatz finden.